Ich habe gute Laune. Heute ist ein herrlicher Tag. Großartig. Ich bin Silke. Wir haben heute die 62. Folge. Liebe Zeitreisende, wir haben vor 100 den 8.4.1917 und 100 Jahre später den 8.4.2017. Hört vor 100, den Podcast nur echt mit Eieruhr und Eiersalat. Herzlich willkommen zur 62. Folge von vor 100. Heute ist der 8.4.2017. Und vor 100 Jahren war der 8.4.1917. Wer hätte es gedacht? An meiner Seite begrüße ich Luis. Hallo Luis. Hallo Steffen. Luis, du klingst heute sehr seltsam. Ja. Und du siehst auch gar nicht aus wie Luis. Ich kann es sein, dass du gar nicht Luis bist. Vielleicht bin ich gar nicht Luis. Ich begrüße heute an, vielleicht bist du Manuel Neuer. Vielleicht bin ich Manuel Neuer. Ja, nee, du bist auch nicht Manuel Neuer, denn an meiner Seite ist das Fräulein Kleewald, alias Kim. Hallo Kim. Hallo. Du musst heute einspringen, weil Luis nicht da ist, sowohl physisch als auch virtuell. Genau. Ja, Luis ist gerade in Marokko und die Internetverbindung ist so schlecht, dass wir das nicht hinbekommen haben, ein Gespräch aufzuzeichnen. Aber das Fräulein Kleewald ist ja hier. Hallo. Das ist ein sehr schönes Aufnahmegerät, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, ich habe dir kein Headset gegeben, sondern ich halte dir hier das Zoom H5 mit dem Außenmikro und einer Kachelmann-Gedächtnissocke darüber. Ja, es ist sehr, sehr schön. Es ist sehr, sehr schön. Dieses Mikrofonaufnahmegerät hat halt so eine, ja, kennt man aus dem Fernsehen, so ein Puschel. Es ist sehr niedlich. Ja, du hast es auch schon gestreichelt. Ich finde es auch sehr schön, dass es einen Namen hat. Ist, ja, Luis hat es mal getauft auf Kachelmann-Gedächtnissocke. Das ist sehr schön. Ja, Themen der heutigen Sendung sind auch anders als geplant. Normalerweise haben wir immer 2 Minuten Hausmeisterthemen, dann Luis und ich über die Dinge heute vor 100 Jahren und dann kommt ja der beliebte Harald und Klodwig Teil, der von allen geliebt wird. Diesmal anders. Wir reden diesmal einen etwas längeren Hausmeisterteil über eine Reise. Ohne Eieruhr deshalb auch. Ja, ich habe auch keine Eieruhr heute mit. Es ist eine traurige Episode. Steffen hat heute nichts zum Liebkosen, weil er keine Eieruhr dabei hat. Ich habe schon was zum Liebkosen, aber nicht die Eieruhr. Und dann habe ich so eine Art ja, Monolog nochmal über ein Buch, das ich geschenkt bekommen habe. Von Fräulein Kleewald. Und dann kommen wir noch zum Luis, der hat etwas vorbereitet. Einen kleinen Infoteil über die Kolonialisierung und Marokko. Und am Ende haben wir ein kleines Interview über, mit Hindenburg, eingesprochen von Luis und mir, gefunden im Chronikbuch 1917. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den etwas längeren Hausmeisterthemen. Kim, wir haben uns zufällig getroffen in London und ganz zufällig. Ja, und in Oxford und Brüssel. Brüssel? In Bristol. Brüssel, ja, ich kann es nicht aussprechen. Aber tatsächlich, soweit ich weiß, ist das so, wenn man jetzt richtiger Brite ist und von da kommt, dann kann man auch, dann sagt man, glaube ich, auch eher so Bristle. Das kann ich. Wird das Tee ein bisschen verschluckt. Also ich glaube, wenn du Bristle sagst, dann ist schon okay. Das klingt wie besoffenes Britisch. Englisch. Ja, das Bristolian ist ja auch so ein bisschen, hat so einen leichten Farmer-Slang. Also Bristle. Passt schon. Ja. Genau. Genau. Und wir waren eine Woche dort in London, also nicht die ganze Zeit in London, aber unter anderem in London, Montag bis Donnerstag. Dann und zwischendurch in Oxford. Zwischendurch in Oxford und dann Donnerstag bis Sonntag in Brüssel. Oder wie der Google Translator für die deutsche Übersetzung sagt, Bristol. 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 Diese Kleinstadt da auf jeden Fall im Südwesten. Genau. Warum wollen wir jetzt darüber erzählen? Uns ist einiges aufgefallen, auch während wir dort waren. Wir haben zum Beispiel sehr viele Kirchen gesehen. Wir waren auch drin. Es waren sehr viele Kirchen, ja. Ja, ich. Und Kathedralen. Allerdings ist mir kein Heiligenschein über den Kopf erschienen, als ich reinging. Also, das denkst du, dass dir kein Heiligenschein ach so. Erschienen ist. Okay, ich verstehe. Und da ist uns aufgefallen, dass in praktisch jeder Kirche, die wir gesehen haben, eine Gedenktafel ist über den Großen Weltkrieg. Und dann sah man, dass letztendlich diese Gedenktafeln nochmal erweitert wurden, oftmals nachträglich, um den Zweiten Großen Weltkrieg. Und wir waren auch noch an einer Station bei dem, wo war das, der London Tower? Ja, genau, beim Tower of London. Tower of London. Und was haben wir da gesehen?
Da ist, wenn man da mit der U-Bahn ankommt, dann sieht man halt diese große Burg, also die ja dann der Tower of London anscheinend ist. Und wenn man da auf der anderen Straßenseite langläuft, dann kommt man in so ein kleines, naja, es sah aus wie eigentlich wie so ein Mini-Park, also Gartenanlage, waren so ein paar Palmen und ein paar Blümchen und Bänke und auch so Steinwände. Und man sieht dann, wenn man genauer hinguckt und in so ein, es war so mit Säulen, quasi so eine Art Gang, Säulengang, kann man das so nennen? Ja, das, Wenn man da reingeht, dann sieht man halt, wenn man genauer hinguckt, also außen dran stand dann halt 1914 bis 1918 und drin waren dann überall Gedenktafeln, da waren überall Namen in die Steinwand eingemeißelt, eingeritzt. Genau, das ist sehr, sehr groß, dieses Gebäude, und die Namen, die man dort lesen konnte, das waren die Gefallenen im Seekrieg 1914 bis 18 auf britischer Seite. Und wenn man da weiterging, konnte man noch eine kurze Treppe runterlaufen und sah dann deutlich mehr Namen eingemeißelt, und das waren dann die gefallenen Seekrieger aus dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Da hat dann das Deutsche Reich damals dann doch mehr Schaden angerichtet. Also zumindest von denen, die wir wissen. Genau. Oder also die, die bekannt sind. Und das war, ich fand es sehr imposant. Wir haben auch Fotos gemacht. Ich werde auch was, ein Foto aufstellen auf die Seite. Ich glaube, sie haben sie alle mit meinem Handy gemacht. Da war die Qualität nicht so gut, aber mal schauen. Wir haben auch, glaube ich, welche von der Kamera. Also von der, also gute Bilder. Ja, super Bilder. Genau. Und dann waren wir auch noch im British Museum in London. Im British Museum, genau. Genau, und ich habe mir, ich wollte da unbedingt hin, in einen ganz bestimmten Raum, denn verschiedene Räume hatten das Thema, also es waren so bestimmte Zeitepochen. Raum A war von, weiß ich nicht, Mittelalter, dann Raum 2, Renaissance und so weiter. Und dann gab es einen Raum am Ende, da stand dann Geschichte von 1900 bis Gegenwart. Und jetzt denkt man sich, als V100-Podcaster muss man da rein. Auf jeden Fall. Man denkt sich halt super viel Zeug, super viel Information und schöne, ansehbare Dinge aus der Zeit. Ich finde gerade, das ist kein schönes Wort, aber ja. Du dachtest wahrscheinlich, du kriegst mich dann da gar nicht mehr raus. Ich hatte mir tatsächlich aber auch einen relativ großen Raum mit viel Input vorgestellt. Mhm. Also viel haptischen Input vor allem und Infomaterial. Und dann war halt nicht so. Nee. Also ich würde mal meinen, der Raum war sogar kleiner als mein eines Zimmer in meiner Einraumwohnung. Das ist gut möglich. Es war ein sehr kleiner Raum auf jeden Fall. Ja, und man hat nur Porzellan gesehen. Ja. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Es war ein bisschen enttäuschend. Ja. Als man da reinging. Ich glaube, ich habe meine Arme in die Luft gewedelt und gefragt, ah! Also es ist schon ein bisschen komisch, dass wenn das 1900 bis zur Gegenwart, das sind ja dann irgendwie über 100 Jahre, und dann stehen da halt so ein paar Porzellantassen und ein bisschen Porzellangeschirr. Ja. Aber es war auch irgendwie auch keine, also ich habe zumindest keine gesehen, keine Infotafel irgendwie dazu, ob was das jetzt genau für Geschirr war oder ob es da irgendwie noch einen Verweis gab, warum nichts anderes da steht. Aber es kann natürlich sein, dass diese ganzen so Kriegsmaterial, worauf wir jetzt sehr fokussiert waren, oder Steffen halt noch mehr als ich, aber was eigentlich so im Fokus stand, dass das vielleicht in anderen Museen, so eher so Kriegsmuseen untergebracht ist. Also zum Beispiel auch beim, das Churchill-Museum, wo wir vorbeigelaufen sind, kann halt sein, dass es da ist. Die sind immer super teuer, deswegen sind wir da nicht reingegangen. Genau, ich glaube, das Churchill-Museum, das waren über 15 Pfund, glaube ich. Ja, das war sehr teuer, da wollten wir nicht rein. Den gibt es aber noch mal. Und so. Ja, immer. man kann uns übrigens auch Geld überweisen. Und Luis ist kein, doch, Luis ist auch noch Student. Richtig. Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, was er studiert. Es ist auf jeden Fall gesellschaftlich hochwertvoll. Und ja, es gibt noch ein extra Museum, das, ich habe vergessen, wie es heißt, aber es klang schon so vom Namen her, dass man da nur so Waffen sieht von dem großen Weltkrieg. Und im Nachhinein hat sich das auch als richtig herausgestellt. Also wir waren nicht drin, aber mir wurde schon bestätigt, dass man da nur Panzer sieht und einen Haufen Waffen. Und das ist jetzt nicht so, finde ich jetzt nicht so interessant. Und ansonsten kann man aber das British Museum, kann man gut empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt verschiedene Zeitepochen, verschiedene
Ausstellungsstücke. Also in dem einen Raum gab es halt sehr viele Mumien und so. Das war schon ziemlich interessant. Mhm. Und es kostet halt nichts. Von daher kann man da auch auf jeden Fall hinfahren. Man muss dort auch nicht lange anstehen. Nee. Das sollte man schon machen, wenn man in London ist, kann man sich auf jeden Fall gut angucken und noch ein bisschen was über die Kultur erfahren. Genau. Dann waren wir noch in Oxford. Das war ein toller Tag. Es war sehr verregnet und wir haben uns dann die ganzen Colleges probiert anzusehen und einige kamen wir gar nicht rein. In vielen musste man Eintritt zahlen. Das war manchmal okay, meistens nicht so okay vom Preis her. Es war manchmal sehr, sehr teuer. Ja. Und dort haben wir dann auch sehr oft Gedenktafeln gesehen, die dann den ehemaligen Schülern gewidmet waren, und zwar die auch im Großen Weltkrieg gefallen sind. Ja. So viel zu Oxford. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Und in Brüssel, in Brüssel, da waren wir noch in einem Laden. Wie heißt der nochmal? FOP oder so? FOP. Ja, das ist quasi das HMV in klein. Also gut, alle Experten wissen jetzt, was HMV ist. Also es ist ein Laden, wo es CDs, DVDs, Bücher, Schallplatten, sowas gibt. Und in England kostet sowas ja alles immer nicht so viel. Mhm. Da dachte ich übrigens, dass ich das nicht mehr rauskriege. Ja, ich halte mich in so einem Läden immer auch traditionell sehr, sehr lange auf und gehe auch eigentlich nie ohne leere Hände raus und mit vollen Taschen. Mhm. Aber tatsächlich hat Steffen auch was gefunden in diesem Laden. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen von Max Arthur. Last Post, the final word from our First World War Soldiers. Das ist richtig ausgesprochen. Ja. Ist ein sehr interessantes Buch und darüber möchte ich gleich auch was erzählen. Dieses Buch wurde geschrieben von Max Arthur und er hat sich mit 21 Veteranen unterhalten, 2004. Und das sind alles, Veteranen, tatsächlich Leute, die den Ersten Weltkrieg miterlebt haben und auch in ihnen gekämpft haben. Und wie gesagt, er hat sich 2004 mit ihnen unterhalten. Das heißt, die Leute waren auch schon alle über 100. Der Jüngste war Bill Stone mit 104 Jahren und der Älteste Henry Ellingham mit 109 Jahren. Wahnsinn. Ja. Also erklärt er, wie er an die rangekommen ist, wie er die kontaktiert hat? Ein paar hat er über Verbindung kennengelernt. Er bedankt sich da auch bei irgendeiner Organisation, die das anscheinend so leitet. Aber wie genau er es den Kontakt hergestellt hat, schreibt er da nicht. Ach so. Da sind auch teilweise Leute dabei, die ihr ganzes Leben lang geschwiegen haben und erst das erste Mal in diesem Interview so über ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Und ich habe jetzt noch nicht so viele Geschichten davon gelesen. Viele sind nur so 4-5 Seiten lang. Aber das ist tatsächlich, es beschränkt sich nicht nur auf den Ersten Weltkrieg, sondern tatsächlich auf das ganze Leben. Und 2004 hat er angefangen, also 90 Jahre, nachdem der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Und er betont auch, dass es in dem Buch, das ist kein Faktenbuch, sondern man muss berücksichtigen, dass die Veteranen alle aus ihren Erinnerungen erzählen. Und er hat probiert, wo es möglich ist, die Daten zu überprüfen und eventuell auch ein paar Fehler zu korrigieren und hat es dann auch nochmal den Leuten zurückgeschickt zur Korrektur. Aber manches kann man halt nicht mehr rekonstruieren. Das ist dann teilweise in den Erinnerungen hängen geblieben. Das ist halt wirklich nur so eine Art mehrere Biografien zusammengetragen. In Kurzform. Also subjektive Darstellung. Genau. Quasi auch. Genau. Ja. Und ich fand hier den ersten, den er beschrieben hat, ganz interessant und darüber wollte ich mal ein bisschen erzählen. Das ist Sergeant Alfred Anderson. Und der wurde 109 Jahre alt, geboren 1896 und gestorben 2005. 109 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen. Das wäre bei mir, ich verrate jetzt indirekt mein Alter, 2097. Oh mein Gott. Muss man sich mal überlegen, was man da alles erlebt hätte, wenn man, also 1988 bis 2097, was ich denn alles erlebt hätte. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was noch in den nächsten 80 Jahren so noch passiert. Das ist... Das wissen wir auch noch nicht, aber so rückwirkend, zurückdenkend, was der alles erlebt hat. Also irgendwie so wirklich von damals, wo
so Kommunikation eigentlich wirklich nur face-to-face funktionierte und bis wirklich ja auch zum Anfängen des Internets. Genau. Diese ganze Kommunikationsentwicklung hat er mitgemacht, technische Entwicklung. Ja, auch so Computer, Autos und so weiter. Ja. Sein erstes Auto hatte er in den 20er Jahren. Er schreibt auch, welches es war, kann man nochmal nachlesen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man so weit überhaupt kommen würde. Also ich wäre schon froh, wenn ich so die 2060er mitbekommen würde, weil laut Star Trek dann die Vulkanier landen. Ja, okay. Wir sind ja immerhin schon zurück in die Zukunft. Das haben wir ja schon, schon geschafft. Aber noch keine Hoverboards. Nee. Ja. Aber die kommen noch, die kommen. Ja, ich hoffe doch. Ich will eins haben. Kommen wir zurück zu Sergeant Alfred Anderson. 100 Jahre, er ist 109 Jahre alt geworden und sein Vater war Schreiner und Bestatter. Das spielt nochmal eine wichtige Rolle. Und dann erzählt er so von seiner Kindheit, wie er so mit Gaslampen groß geworden ist. Also er kann sich noch zurückerinnern, dass da halt Gaslampen waren und viele Pferdekutschen, die sich immer den Hügel hochgezwungen haben, auf den er da wohnte. Und mit 12, wie er dann auf sein Fahrrad Milch ausgetragen hat. Und dann relativ schnell, schon mit 16 Jahren, hat er sich der Territorial Army angeschlossen. Also das war 1912, 2 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und das muss man sich so vorstellen, dass die da mal so Wochenendausflüge gemacht haben und dann trainiert haben und irgendwelche Übungen durchgeführt haben. So Gräben und in der Natur übernachten und all sowas. Und dann erinnert er sich an den Sommer 1914, da ist ja dann noch der Erste Weltkrieg ausgebrochen und das hat er noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Also er wurde dann zwar schon, er hat dann gesehen, dass viele Truppen mobilisiert wurden, aber er hat das noch gar nicht so richtig in Verbindung gebracht, dass jetzt dem nächsten Krieg ausbrechen könnte. Wenn ich richtig rechne, war er da so 18? Genau. Okay. Das muss man sich auch mal überlegen, dass man, also mit 18 voll geschäftsfähig hier in Deutschland und dann kriegt man mit, dass alle Truppen mobilisiert werden, aber dann kann man noch nicht so richtig begreifen, dass jetzt wirklich ein Krieg kommt. Er meinte auch, er war damals einfach zu jung. Er hat das nicht richtig begriffen. Und Oktober 1914 dann wird er auch dann tatsächlich in den Krieg abgerufen. Und seine erste Station ist Le Havre. Das ist in Frankreich, 200 Kilometer westlich von Paris. Und da kam die an, der meint, es war so kalt, die konnten sich morgens nicht mal duschen, weil die ganzen Wasserrohre eingefroren waren. Nein. Also auch noch nicht mal das Gesicht waschen oder so. Deswegen war er sogar froh, dass sie dann zur Front gehen durften, als es dann wärmer wurde. Und es war halt ein 3-Tages-Marsch, aber das hat die wenigstens warm gehalten. Ja. Und er kommt halt bei der Front an und sieht die ersten Verwundeten und Toten auch aus seinem Umkreis, auch Leute, die er kennt. Er war übrigens bei dem 5. Bataillon von Black Watch. Dieses Bataillon ist, das war ja bei den Briten immer so, dass ein Bataillon immer aus dem gleichen Ort kam. Das war immer besonders schlimm, wenn eine große Schlacht war und die ein Bataillon diese Schlacht also niedergemetzelt wurde, weil ein ganzes Dorf teilweise weg war. Okay. Und dieses 5. Bataillon kam halt aus Angus. Und genau. Und er hat halt relativ früh schon sehr viele Verwundete und Tote gesehen, auch Leute, die er kannte. Und er meint, dass es für ihn etwas erträglicher war als für manche andere, weil halt sein Vater ja Bestatter war. Und daher hat er auch schon viele Tote gesehen. Okay. Und deshalb, das war nochmal wahrscheinlich wichtig. Denn das nächste, woran er sich erinnert, war das erste Weihnachtsfest 1914. Das war ja nur 2 Monate, nachdem er die Front erreicht hat. Und das ist ja ein ganz besonderes, weil das erste Weihnachtsfest 1914 war dieses Fest, wo teilweise an manchen Teilen der Front so eine inoffizielle Waffenruhe war. Und sich dann die Briten mit den Deutschen auch auf der Mitte getroffen haben und teilweise auch Fußball gespielt haben und so weiter. Okay. Vor hundert Podcasts hat berichtet. Müsste auch eine relativ frühe Folge sein, weil das war ja 2014 kam das ja dann raus. Ja, und er selber meinte aber, dass er gar keinen Fußball gespielt hatte und es gab auch keine großen Treffen mit den Deutschen, weil die Leute einfach viel zu wenig Energie hatten, um es überhaupt Fußball spielen zu können. Mhm. Er erinnert sich aber vor allem an die Stille. Also wenn du 2 Monate lang an der Front warst und immer nur jeden Tag
das Geratter von diesen schlimmen Maschinenpistolen hörst und auf einmal mehrere Tage Stille hörst, das ist schon Wahnsinn. Und auch heute Weihnachten, oder besser gesagt, er ist ja schon gestorben, aber er hat sehr viele Jahre später sich immer zu Weihnachten oftmals noch an diese Nacht zurückerinnert. An Heiligabend und auch an seine Freunde, die dann es nicht geschafft haben. Sagt aber, dass er dann diese Gedanken aber relativ schnell wieder zurücklässt und lieber probiert sich so ein bisschen im Jetzt aufzuhalten, sich nicht zu sehr zurückzuerinnern, weil das bringt halt nichts, meint er. Mhm. Dann beschreibt er auch noch sehr, sehr anschaulich die Situation in den Gräben, dass halt überall Ratten waren, große Ratten. Mhm. Das kann man auch noch mal lesen im Westen nichts Neues zum Beispiel. Da wird auch sehr oft von irgendwelchen riesengroßen Ratten dann auch gesprochen und wie sie die dann mit den Spaten erschlagen und so weiter. Teilweise haben diese Ratten auch die Telefonkabel durchgeknappert, sodass sie gar keine Kommunikation nach außen hatten. Völlig absurd. Ja, und dann hat er dort in den Gräben auch den sogenannten Trench Food, also den Grabenfuß, bekommen. Das ist, wenn du lange mit deinen Füßen im Feuchten sitzt und stehst, also deine Füße nicht trocken bekommst, dann kriegst du so einen Grabenfuß. Will ich dir jetzt nicht weiter beschreiben? Ich kann es mir, glaube ich, vorstellen. Die Suchmaschine des geringsten Missvertrauens liefert erfolgreiche Bilder. Und dann gab es das Battle of Loos. Und das Battle of Loos war für Black Watch ein sehr schlimmes Battle. Dann hat zum Beispiel das 7. Bataillon hat über 700 Leute dort verloren. Das war im September 1915. Unter anderem starb auch Captain Bowes Lyon oder Lyon. Da bin ich mir ehrlich gesagt Lyon wahrscheinlich, ja. War der Bruder von der Frau Königin. Oh. Also adeliges Blut. Und er wollte gerne mal ihr erzählen, wie dann ihr Bruder gekämpft hat. Und wurde auch mal so ein Treffen arrangiert zwischen ihm und der Queen. Letztendlich kam das aber nicht zustande, weil dann die Queen irgendwie krank wurde und das wurde halt nie nachgeholt. Aber es ist schon interessant, dass er da den Bruder kennengelernt hat und er hat ihn auch, er beschreibt auch, dass es ein sehr ehrenwerter Mann war. Und dann kam es dazu, dass er auf einem Lauschposten war. Das war sehr üblich, dass es mit so einem Lauschposten hast du geguckt und gehorcht, ob die Deutschen zum Beispiel gerade Tunnel graben. Das war ein übliches Manöver, dass man den Feind untertunnelt und dann Bomben legt. Und das haben die Briten vor allem sehr im großen Stil betrieben. Und da gab es dann eine große Explosion, bei dem er auch ein Schrapnell abbekommen hat. Und das war halt tagsüber. Er hat sich dann noch ein bisschen weiter schleppen können, lag dann aber den ganzen Tag da und blutete und hatte halt Schmerzen. Und abends, weil es dann halt dunkel war, konnten sie ihn erst wieder zurückholen. Und das war dann für ihn das Ende des Krieges, weil er dann dadurch nach Hause kam. Und er hatte vielleicht Glück im Unglück, weil es war halt nur ein Schrapnell und das konnte gut behandelt werden. Er hat jetzt auch keine körperlichen Beeinträchtigungen dadurch bekommen und für ihn war das halt das Ende des Krieges. Und danach kommt halt ein Zeitraffer und dann beschreibt er jetzt nicht mehr so detailliert seine Zeit. Vielleicht ist es auch vom Autor so gewollt. Er schreibt nur noch, dass er 1917 geheiratet hat mit 21 Jahren, dass er 6 Kinder hatte, dann weiter als Schreiner gearbeitet hat. Er hat das Business von seinem Vater übernommen. Und im Zweiten Weltkrieg, da war er dann zu alt für einen aktiven Dienst und hat dann Leute ausgebildet und so die ganze Abwehr organisiert so in seinem Ort. Weil dadurch, dass er an der Küste wohnte, gab es manchmal die Befürchtung oder Angst, dass die Deutschen da an der Küste landen und angreifen könnten. Ist er zum Glück nie dazu gekommen. Und dann, was nochmal sein Alter ausdrückt, fand ich sehr interessant. 1975, da war er mittlerweile 79 Jahre alt, da geht er in Rente. Mit 79. Wow. Und 1975, also er stirbt ja erst 30 Jahre später. Das heißt, er war 30 Jahre Rentner. Naja. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mal 30. Das heißt, es ist Wahnsinn, wie lange der noch Rentner war. Und er war
also jetzt aus den Erzählungen war, er war geistig ja anscheinend auch noch fit, genau, und konnte noch alles mit aufnehmen, ja, und verarbeiten. Ja. Genau, also seine Frau tatsächlich, die starb mit 83, ein paar Jahre später dann, also 1979 meine ich, mit ein paar Jahre später. Und selber am Ende probiert er nochmal ein Resümee zu ziehen, warum er so langes Leben hatte. Und er sagt, dass er wahrscheinlich, also er hat nie geraucht und nie getrunken im Übermaß. Aber wahrscheinlich er hat immer probiert, in Bewegung zu bleiben und sich nicht groß in Erinnerungen hängen zu bleiben, und wollte halt immer im Jetzt leben. Und das, was halt passiert ist, ist passiert. Das war schlimm und es ist total absurd, meinte er. Und wenn er so zurückdenkt, dann weiß er nicht mal, was es überhaupt gebracht hat. Aber wahrscheinlich ist es der Mensch, der einfach Krieg braucht. Und er hofft, dass es vielleicht irgendwie mal eine andere Lösung gibt. Aber er ist da, glaube ich, nicht so zuversichtlich gewesen. Ja, 109 Jahre alt, also hat sehr viel miterlebt, die ersten Computer. Übrigens auch, er war, seine Familie, seine Frau und er, und diese ganzen Kinder, die er gezeugt hat, die hatten in Newtile, das war der Ort, in dem sie wohnten, das erste Telefon, und die Telefonnummer war Newtile 57. Das fand ich sehr lustig, sehr, sehr amüsant. Genau, also so viel zu Alfred Anderson. Es klingt aber auch ein bisschen, als hätte er auch viel verdrängt. Ja. Also so mit der Einstellung, ich lebe jetzt nur im Jetzt und denke nicht mehr an das früher. Weiß man auch nicht, ob er jetzt vielleicht wirklich alles verarbeitet hat oder ob er viel einfach auch verdrängt hat und es kam, das auch deshalb vielleicht auch gar nicht mehr so präsent ist vielleicht. Es kam 98 ein französischer Sender zu ihm. Die wollten noch mal so eine Doku machen über die Veteranen, die noch leben. Mhm. Und das hat er aber abgelehnt, weil er sich nicht zurückerinnern wollte. Er wollte es nicht noch mal alles durchleben. Ja. Und er sagt auch in dem Buch, wenn er das alles noch mal durchlebt hätte, dann wäre er wahrscheinlich nie so alt geworden. Okay. Also er hat sich da wahrscheinlich auch geweigert. Ja, okay. Ich bin gespannt, was dieses Buch noch so für Geschichten hat. Ich werde sicherlich noch mal die ein oder andere Geschichte rausziehen. Und vielen Dank für das Geschenk. Gerne. So, ja, und bevor wir jetzt weitermachen, wenn man nicht alles sich aufschreibt, ich habe ja noch die Hälfte vergessen. Und zwar, die Gliederung muss doch nochmal anders gemacht werden. Wir müssen nachher, wir haben ja noch ganz wichtige Dinge vergessen, Fräulein Kliwald. Ja. Und zwar, heute, vor 100 Jahren, war ja Sonntag und nicht nur irgendein Sonntag, denn es war Ostersonntag. Der Vorhundert-Podcast wünscht zeitgerecht frohe Ostern. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle in Osterstimmung. Voll. Also ich bin total in Osterstimmung. Ja, genau. Absolut. Dann, wie machen wir noch weiter? Wir haben noch aufgenommen einen Zeitungsbericht aus dem Berliner Tageblatt, heute vor 100 Jahren. Und dann noch eine kleine Werbeanzeige. Und dann kommt erst Louis' Bericht aus Marokko. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich zum Anfang gesagt habe, warum wir jetzt ein Interview von Hindenburg am Ende noch haben. Es hat etwas ganz, also in diesem Interview geht es um den Kriegseintritt der USA. Und heute vor 100 Jahren war die USA tatsächlich schon im Krieg. Die ist nämlich am 6.4.1917 hat sie dem Deutschen Reich den Krieg erklärt, also gestern vor 100 Jahren. Steffen meint natürlich vorgestern vor 100 Jahren. Und deswegen haben wir jetzt nochmal ein Interview aus diesem Chronikbuch. Und ich hoffe, jetzt werden die Zusammenhänge auch klar. So viel dazu. Und zum Kriegseintritt wird in der nächsten Folge nochmal genauer was gesagt. Genau. Das dann, und noch mehr zu erzählt. Wenn dann der Experte wieder da ist, der Louis, dann kann der wieder was über die Kriegsziele erzählen von den USA. Kurz kann man sagen, grundmaßgeblich ist der uneingeschränkte U-Boot-Krieg von Deutschen Reich seit Anfang Februar. Naheliegend. Und genau. Gut, dann soll es jetzt auch weitergehen mit einem Zeitungsbericht von vor 100 Jahren. April 1917. Der Osterspaziergang kann bei prächtiger Sonne und fast frühlingshaften Temperaturen stattfinden.
Und nun für alle Sauerkrautfreunde eine Meldung aus dem Berliner Tageblatt vom 8. April. Sauerkraut-Rundreisen von unserem Korrespondenten. Görlitz, 7. April. Der Görlitzer Konsumverein hatte für seine Mitglieder Kraut eingeschnitten. Die Kriegsgesellschaft für Sauerkraut überwies das Kraut einer Firma W&F in Liegnitz, die das Kraut dann wieder dem Magistrat in Görlitz überwies, der es seinerseits dem Görlitzer Konsumverein zur Abgabe an die Einwohner zuwies. Das dreimal verkaufte Sauerkraut hat glücklicherweise nicht auch noch die Eisenbahn in Anspruch genommen. Es ist vielmehr aus den Kellern des Görlitzer Konsumvereins gar nicht herausgekommen. Dafür aber ist es recht teuer geworden. Der Konsumverein musste das Sauerkraut nach Liegnitz für 11 Mark den Zentner netto verkaufen. Der Magistrat von Görlitz musste der Liegnitzer Firma 15,50 Mark bezahlen. Und nun soll das Kraut endlich zum Höchstpreis von 20 Mark für den Zentner wirklich an die Verbraucher verkauft werden. Es ist also eine Preissteigerung von 82% zu verzeichnen. Nun darf niemand denken, es handelt sich um einen einzigen krassen Fall. Aus Hirschberg in Schlesien wird genau das Gleiche berichtet. Das Hirschberger Sauerkraut ging buchmäßig von Hirschberg nach Liegnitz, von dort über den Hirschberger Kreiseinkauf zum Kirchberger Magistrat und dann zu den dortigen Händlern. Diese Händler hatten es eingelegt, verkauften das Pfund für 16 Pfennig an die Bevölkerung, mussten es für 11 Mark den Zentner nach Liegnitz liefern und erhielten es schließlich für 15,50 Mark zurück, können es nun natürlich nicht mehr für 16 Pfennig das Pfund verkaufen. Man sollte eigentlich die Sauerkrautgesellschaft wegen Kettenhandels anzeigen. Und nun für alle Zigarrenfreunde, Graf Berenstorff, die deutsche Zigarre in höchster Vollendung. 50 Pfennig, ein Hamburger Erzeugnis, Borchardt Gebrüder Berlin, Friedrichstraße 181. Ja, hallo, hier ist der Luis. Ich bin gerade in Chefchaouen. Das ist in Marokko, ein kleines Dorf mit wunderschönen blauen Häusern. Wer in der Suchmaschine seines Missvertrauens Blue Village Marokko eingibt, der findet Treffer, sehr, sehr schön hier. Hotel ist sehr klein, hat viele andere Gäste. Problem, die haben sich gerade ins Hotel WLAN eingewählt und deswegen mussten wir die Aufnahme abbrechen. Deswegen gibt's Luis ohne Steffen und Steffen ohne Luis. Ich melde mich daher, wie gesagt, ohne Steffen und möchte euch davon erzählen, wie ich das Buch Deutsche Kolonialgeschichte gelesen habe. Das habe ich jeden Morgen beim Frühstück gelesen. Ist von Sebastian Konrad, ein kleines gelbes Büchlein. Wie gesagt, geht um deutsche Kolonialgeschichte. Habe ich mir im Museumsshop zum Deutschen Historischen Museum gekauft. Dort war ich vor 2 Wochen, denn da ist eine Ausstellung Deutscher Kolonialismus, Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart. Die geht von 14. Oktober bis 14. Mai. Und hier werden Aufstellungsstücke aus der Zeit des 30-jährigen deutschen Kolonialismus gezeigt. Ich war leider nicht drin. Aus Zeitmangel habe mir, wie gesagt, das Buch gekauft, über das ich gerade erzähle, weil ich mir gesagt habe, okay, Zeit hast du nicht, da reinzugehen, lies das Buch im Urlaub. Das habe ich auch getan, darüber rede ich jetzt. Und der deutsche Kolonialismus ist ja wesentlich kurzlebiger als der von England oder Frankreich. Es ging nur um 30 Jahren, also 1914, in 1918 rückwärts gerechnet, also sagen wir 1888. Und Deutschland besaß Kolonien, weltumspannt. Das waren, ich zähle jetzt die heutigen Ländernamen auf und die damaligen Koloniennamen. Einmal Deutsch-Südwestafrika, das ist das heutige Namibia, da war ich auch persönlich im Urlaub. Dann ist Deutsch-Ostafrika, das ist das heutige Tansania. Dann Kamerun, das ist heute auch Kamerun. Togo, das ist heute Togo. Dann noch das Kaiser-Wilhelm-Land, Bismarck-Archipel, das ist ein Teil von Papua-Neuguinea. Und dann noch Qingdao in China, das liegt, wie soll ich sagen, wenn man so grob zwischen Peking und Seoul eine Linie malt, so dazwischen an der Küste. Ja, an der Küste in China. Sollte das deutsche Hongkong werden. Diese Kolonien wurden erworben so 1884, 1895, weil vorher hat das deutsche Kolonien aktiv keine Kolonien erworben, weil Bismarck war der, der Entscheidungen getroffen hatte, als Kanzler an entscheidender Stelle. Und unter Bismarck wurden keine Kolonien erworben, weil Bismarck gesagt hat, sein Afrika ist Europa,
deutsche Interessen liegen in Europa, wir wollen keine Kolonien. Und das war sehr vorteilhaft für die Deutschen, weil auch wenn Konflikte waren in Übersee, konnte Deutschland als neutraler Schiedsrichter auftreten und diese beheben. Wilhelm II. Sah das anders und wollte auch für die deutschen Kolonien erwerben. Er versprach sich davon Absatzmärkte, er versprach sich davon Rohstoffe, guten strategischen Zugriff auf Rohstoffe zu bekommen, deutsche Waren im Ausland zu verkaufen, deutsche Siedler, die ja zahlreich nach Amerika auswandern, in wenigstens in die eigenen Kolonien auszusiedeln, dass diese nicht ins Ausland gehen, und hat auch eine Marine gebaut, unter anderem um die Kolonien zu schützen und zu bewachen. Das führte dazu, dass Deutschland in Konkurrenz zu England trat, also als Randbemerkung. Und dieser Prozess wird in diesem Buch beschrieben, und dieses Buch ist sehr dünn, 120 Seiten, sehr klein, geht darüber noch sehr weit hinaus, es macht mehrere große Bögen. Es ordnet den Kolonialismus, den deutschen Kolonialismus insbesondere, in die Globalisierung ein und zieht auch Rückschlüsse auf die Auswirkungen auf die heutige Zeit. Das ist der Sebastian Konrad, ist Professor für Neuere Geschichte am Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin. Also ein Akademiker, und in diesem Duktus ist das Buch auch geschrieben, wobei ich es persönlich für lesbar halte. Ich habe es immer in kleinen Dosen zum Frühstück gelesen. Die Kapitel heißen zum Beispiel Koloniale Wirtschaftspolitik, Plantagenfarm oder Handel. Oder ein anderer Name ist Kolonialismus in Europa, Polen als angrenzende Kolonie. Hier werden Parallelen gezogen zur deutschen Ostbesiedlung, ob Polen als Kolonie zu betrachten ist, wo waren die Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Gleiches tut der Autor auch zum Thema Holocaust. Und ich fand das Buch sehr, sehr angenehm, weil man in sehr knappen Worten, in wenigen Seiten, mal einen sehr guten Einstieg in das Thema bekommt, und man sich auch, also ich habe das Gefühl, ich kann mich hier auch wirklich das verlassen, was hier steht. Wer mehr wissen möchte, muss hinten in das Literaturverzeichnis gehen. Und der Autor versteht es besonders gut, darauf hinzuweisen, warum diese Kolonien, die Deutschland nur für 30 Jahre hatte, auch noch für heute wichtig sind. Zum Beispiel so gab es 2004 eine Klage der Herero aus Namibia über eine Entschädigung aus Deutschland, weil der Krieg, der Anfang des 21. Jahrhunderts in Namibia stattfand, da gab es einen Krieg, weil die Herero, das ist ein Volk in Namibia, das ist ein Land so groß wie Deutschland, hat aber nur wenige Millionen Einwohner, sehr dünn besiedelt, sehr wüstig, ich war mal persönlich da, es liegt über Südafrika, sehr reich an Rohstoffen, da gab es einen Aufstand der Hereros. Und der wurde aus Deutschland, das war 1905, meine ich, blutig niedergeschlagen. Und es gab auch so einen umstrittenen Schießbefehl, der auch Frauen mit einschloss. Über die Hälfte der Hereros sind im Rahmen dieses Krieges gestorben. Und der geht auch als erster Völkermord im 21. Jahrhundert. Und wenn man in Namibia unterwegs ist, wird noch immer über die Gräuel, die damals passiert sind, gesprochen. Und ich war auch in Namibia unterwegs und war mitten in der Wüste und habe mich verirrt. Und auf einmal kommt jemand mit einem Auto vorbeigefahren, spricht mich auf Deutsch an. Es wohnen in Namibia immer noch Deutsche, Auslandsdeutsche. Es war die einzige Kolonie, in der im größeren Umfang Deutsche ausgewandert sind, die schon seit über 100 Jahren dort leben. Und das war sehr, sehr witzig. Und man kann in Namibia auch Bier und Schnitzel essen. Und in Südafrika heißt es Brötchen Wohl und in Namibia heißt das Brötchen immer noch. Das ist, wie ich finde, ganz interessant, und da merkt man noch die Auswirkungen, wobei Namibia sicherlich die Kolonie ist, wo am meisten noch die deutsche Kultur an einigen kleinen Stellen, es gibt nur wenige tausend Deutsche quasi oder Auslandsdeutsche in Namibia. Und ja, gutes Buch dazu zum Thema, wir werden es verlinken. Deutsche Kolonialgeschichte hat mit dem Eigenson von heute, von vor 100 Jahren zu tun. Vielleicht kleine Randbemerkungen. Natürlich, als der Erste Weltkrieg losging, hatten die deutschen Kolonien keine Chance, waren isoliert, hatten keinen Nachschub und wurden erobert. Die einzige Kolonie, die noch jetzt sich zum Zeitpunkt von vor 100 Jahren im Kampf befindet, ist Deutsches Afrika oder Tansania. Der Gouverneur von Leto Vorwerk versteht es vortrefflich, durch Guerillakriegstaktiken die Eroberung, die ja irgendwann kommen muss, hinauszuzögern, und immer noch befindet sich Tansania isoliert vom Deutschen Reich im Krieg mit einer Übermacht aus alliierten Kampfverbänden.
Ja, und so viel erstmal dazu. Und ich werde hier weiter durch Marokko fahren und wünsche euch liebe Grüße. Welche Wirkung wird nach eurer Exzellenz Ansicht der Eintritt Amerikas in den Krieg haben? Es ist klar, dass ein so schwerwiegender Entschluss wie die Erklärung des uneingeschränkten Tauchbootkrieges nicht gefasst wurde, ohne alle möglichen Wirkungen vorher genauestens zu überlegen, auch das Eingreifen Amerikas. Ohne weiteres gebe ich zu, dass die finanzielle Hilfe als Plus auch seitens unserer Gegner zu buchen ist. Doch hat es sich in diesem Kriege gezeigt, dass im Widerspruch mit früheren Kriegserfahrungen Geld nicht das Wichtigste ist, was zum Kriegsführen gehört. So erwünscht England eine finanzielle Unterstützung durch die Vereinigten Staaten sein mag, so unerwünscht wird es die wachsende Verschuldung Amerika gegenüber empfinden. Und wie denken Eure Exzellenz über die materielle Seite der amerikanischen Hilfe? Die Kriegslieferungen der USA an die Entente haben bereits einen derartigen Umfang angenommen, dass eine weitere Steigerung nicht gut möglich erscheint. Gleichzeitig beabsichtigt man jetzt ein Heer von 1,5 bis 2 Millionen aufzustellen. Ein solches Heer auszurüsten, trotzdem die Lieferung an die Entente in dem bisherigen Umfang weiterzuführen, erscheint mir fraglich. Wie denken Eure Exzellenz über die Möglichkeit des Eingreifens amerikanischer Truppen in Europa? Selbst bei intensivster Arbeit und großmöglichster Unterstützung durch die Entente-Staaten durch die Entsendung von Instruktionsoffizieren ist damit nicht zu rechnen, dass vor Jahresfrist ein amerikanisches Expeditionskorps von einigermaßen erheblicher Stärke zur Einschiffung nach Europa bereit ist. Und nach einem Jahr? Ja, glauben Sie denn, wir warten, bis es unseren Feinden genehm ist? Dieses Jahr sollte nach den Äußerungen der Entente-Führung die endgültige Entscheidung bringen. Auch wir haben unsere Maßnahmen getroffen. Die Ostfront ist heute dermaßen ausgebaut und in solchem Maße besetzt, dass ein Brüsselloff auch mit den rücksichtslosesten Menschenopfern keinen Erfolg erzielen kann. Wir haben die russische Revolution nicht in Rechnung gestellt. Auch ohne sie war die Ostfront stark genug. Dass die Ereignisse in Russland unsere Pläne fördern, kann auch der krasseste Optimist im Entente-Lager heute nicht mehr leugnen. Bei absoluter Sicherheit aller Fronten verfügen wir heute über eine Heeresreserve von einer Stärke und einer Schlagfertigkeit wie zu keinem anderen Zeitpunkt des Krieges. So glauben Eure Exzellenz, binnen Jahresfrist mit den Gegnern fertig zu werden? Das Prophezeien würde ich lieber nach wie vor den Herren von der Gegenseite überlassen. Heute, nach 2 Monaten U-Boot-Krieg, kann ich Ihnen bereits sagen, dass unsere Rechnung richtig war. Ich kann mir nicht denken, dass das amerikanische Volk in seiner Gesamtheit von der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit eines Krieges voll überzeugt ist. Die amerikanischen Regierenden und finanziellen Kreise haben sich auf ein faules Geschäft eingelassen. Keinen Augenblick unterschätzen wir die Gefahr und den Ernst der Stunde über den Eintritt Amerikas in den Kreis unserer Feinde. Dieser hat alle Ungewissheit von uns genommen. Wir stehen mit unseren Verbündeten geschlossen, einsam in der Welt, klar und kalt. Ich sagte schon anfangs des Krieges, dass es die Nerven sind, die den Krieg entscheiden. Dieses Wort gilt heute mehr denn je. Das war vor 100, Folge 62. Vielen Dank an alle Zeitreisende, vor allem an Silke, Kirsten und Kim. Die 400 Outtakes. Schneidest du bitte raus. Auf gar keinen Fall. Mir ist leider nichts Schlagfertiges zu eingefallen. Naja. Hm. Hast du es da gehört? Das ist jetzt auch auf der Aufnahme. Gut. Schneidest du bitte raus. Ja. Bristol. Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören.
Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55 339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich ran. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet. Ansonsten könnt ihr auch info@verhundert.de eine Mail schreiben, aber 030 814 55339. Bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, PayPal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.